So, hallo und willkommen zurück zu Secret of Mana 2, Trials of Mana, Classic-Version für in der Mana Collection. Ich werde mal schauen, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss zurück. Ich bin ja von den Beast-Menschen hier, glaube ich, fertig gewesen. Dann schaue ich mal, wo ich hier zurück kann. Das war hier die Richtung. Was war hier in die Richtung? Ah, die Ruhflöte. Ja, ich meine, dann kann ich hier die Ehrenflöte. Dann schaue ich mal. Wo soll es denn hingehen, Michelangelo? Laber nicht, mach. Hoppala. Hier irgendwas zum Anlegen. Ich sehe jetzt nicht unbedingt eine Möglichkeit. Muss ich wohl von hier aus. Naja, gut, machen wir das halt. Was wirst du tun? Gnom? Es ist passiert nichts. Fee? Es passiert nichts. Umbra? Auch nix. Ok. Nein. Salamander? Nein. Okay, ich weiß echt nicht. Wer? Lena? Diese Pflanzen sind Dämmermondranken. Mit meinen Kräften kann ich den Weg freigeben. Ah, endlich. Ein neuer Weg ist erschienen. Was machst du hier? Hallo. Ich suche nach dir, damit ich meinem Opa helfen kann. Er ist krank. Ach, hätte du mich für Flohfeise im Tempel zurückgelassen hast, musste ich unfällige Tapazen durchsehen. Ich bin schließlich in diesem Wald gelandet. Oh, tut mir leid. Naja, wo lang es dir leid tut, es war keine einfache Reife. Besonders nicht der Teil mit der Kanone. Du hast also ein Schiff nach Maya genommen, bist in von Voyage Kanone gesprungen? Ja, im Prinzip schon. Vergessen wir etwas. Was macht ihr denn überhaupt hier? Wir suchen das Elfendorf Dior. Ah, da werdet ihr wahrscheinlich niemals finden. Schließlich kennt ihr das Geheimnis nicht, das mir mein Opa verraten hat. Moment mal, welches Geheimnis? Ah, das frag ich nicht. Okay. Sterbt ihr, Mistmaden. Oh, wieder eine Truhe. Raupenklau wurde eingelagert. Seidenspucker, ja. Attacke. Und Feuer frei. Schön.
Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt lang muss, aber es kommt noch einiges. Würde ich mal vermuten. So. Hey, Schokolade. PPMP hergestellt. Ja. Klar, speichern. Nicht schaden. So, geht nochmal zurück. Wir halt nochmal den Rest erkunden. So. Oi. Was? Oh, verflucht. Oh, erledigt. Schützenratte. Er hat dich jetzt schon. So, heilen. Schön. So. Meiner von hier bin ich gekommen, aber man kann sich ja irren, ne? Geh mal an, wer hier pennt. Natürlich, Rauchwand. Bleib weg. Lauf nicht allein durch in den Wald hinein. Na schön, das Gehilfe für die Blumen. Nachts schimmern manche Blumen rötlich. Folge ihnen, um nach dir zu gelangen. Da fielst du die Blumen, der roten Blumen. Das ist der Weg nach dir. Ich will es nicht mit Monstern zu tun haben. Bekommen. Also komme ich erst nach, wenn du einen Weg freigeräumt hast. Schon mal danke im Voraus. Okay. Bispi. Endlich. Das Schöpf hat sie gar nichts mehr. Aber warum ist dann hier ein Weg? Na ja, gut, prüfen wir es mal. Leuchtblütenwald. Okay. Okay.
stirb. Vielleicht ist ja noch ein Weg woanders hin. Wo geht's hier hin, Mensch? Okay. Bin ich mal gespannt. Wo ich dann bin. Das Gefühl, ich bin hier, wo ich geschadet bin. Du scheiß Ratte. Ah, wieder eine Truhe. Oh, Fall ist sicher. Okay. Das tat weh. Gut. Ach, der hat eine Peitsche, habe ich übrigens gemerkt, wohin? Kein Bogen. Dienenherren, ah ja. GPMP wiederhergestellt, schön. Nein. Hier war, glaube ich, eine Sackgasse, oder? Ich nehme verstanden raus. Jo. Dann erledigt. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir Richtung Dorf. Ja, diesmal speichere ich nochmal. So. Gut, dann folgen wir der roten leuchtenden Blume. Genau, hau rein. So, beide besiegt. Und natürlich wieder eine Truhe. So. Immer sterben, danke. Wachensamen wurde eingelagert.
Okay. Ja. Wie viel Schaden machen die denn, ey? Ja, genau, mach weiter, Lu. Ach, Lu. Ja. Heute ist der 2.3.2021. 15:44 Uhr jetzt. Ist auch schon über 4 Monate her. 23.11. Und ich vermisse Lou immer noch wie am ersten Tag. Und dann geht's weiter. So, in letzter Zeit ja auch ein paar verschiedene Metroid-Randomizer gemacht. Mit Zelda-Kombinationswelten, wo man halt den anderen Spieler auch noch Items zusendet. Macht mir Spaß. Ich mir so vorstelle hier, wenn man sowas auch in diesem Spiel machen könnte, das wäre lustig. Was ist die rote Blume jetzt eigentlich? Hm. Ich verliere so viel Energie hier und vor allem schnell. Alter. Ich glaube, wenn ich eine Stadt finde, kann ich mich wieder gut ausrüsten. So, Lu heilen. Attacke. Mann. Ich muss halt irgendwo eine rote Blüte sehen, dann weiß ich, wo ich lang muss. Aber momentan sehe ich keine mehr. Unenmate, ja. Okay, also. Mach mal Stärke höher. Bumm. Ja, zwei Bienenherren und dann halt mit diesem Futter. Tier.
Aufbeut. Okay, Stärke. Intelligenz höher. Ach Mann, ey. Keine roten Blumen mehr. Das ist lästig. Ich glaube, das ist eine rote. Ich glaube, das hängt von der Tageszeit ab, wa? Okay, jetzt sage ich ja sehr, dass sie rot ist. So. Kann ich ja weiter. Durchgewechselt oder was? Okay. Über 113 klingelt schon. Ah, Mann. Gut, hier lang.
Hier ist ein Grabstein. Okay. Die wollen alle nicht mit mir reden, ne? Ah, ja, vielleicht. Ich habe Match nichts zu sagen. Geht bitte sofort wieder. Hey, Jessa, wir brauchen eure Hilfe. Ihr seid diejenigen, die von der Fee höchstpersönlich ausgewählt wurden. Da wisst ihr ja, ihr fallt schon wieder ohne mich aufgebrochen. Wie konnt ihr nur? Ihr seid richtig gemein. Charlotte, bist du das wirklich? Wer seid ihr? Erinnerst dich nicht? Du warst noch sehr jung, als man dich nach Wendel gebracht hat. Das sollte mich nicht erstaunen. Feit ihr der Elfenälteste? Moment, dafür haben wir keine Feit. Mein Opa ist krank, er braucht eure Hilfe. Als der Priester es ließ, eine Barriere errichtete, um Wendel zu beschützen, benutzte er dafür verbotene Magie, die mit einem Fluch verbunden war. Jetzt ist er unheilbar erkrankt. Ich hätte nicht gedacht, das jemals wieder vom Priester des Lichts zu hören. Es müssen Leron und Sheila sein, die das aus der jenseitigen Welt so gewollt haben. Mama und Papa? Ja, Mikey, die Trennung ihrer Familie fügt Leron und Sheila großes Leid zu. Menschen und Elfen ist es verboten, einander zu heiraten. Seine Eminenz und ich waren gegen dieses Bund, weil wir befürchteten, dass ihre Lebensdauer verkürzen würde. Aber ihre Liebe war ihnen wichtiger. Sheila verließ Dior und lief mit Leron weg. Als ich sah, wie glücklich sie waren, hatte ich ein Einsehen. Nach einer Weile bekamen sie dich, Charlotte. Obwohl sie diese Welt danach verließen, bereuten deine Eltern ihre Entscheidung nicht. Als Buße dafür, seinen Sohn verlassen zu haben, schwor seine Eminenz, dich, seine Enkelin, an Lerons Stelle großzuziehen. Das war der Tag, an dem du Dior verlassen hast. Und um weitere Tragödie zu verhindern, verbarg ich Dior vor den Menschen. Nur Elfen wissen, wo man diese Siedlung findet. Papa, Mama. Lass sie. Gegen die Krankheit seiner Eminenz kann ich leider nichts tun. Nun, da die Mana-Vorräte der Welt erschöpft sind. Hört sich an, als bestünde unsere einzige Hoffnung darin, das Mana-Schwert in unseren Besitz zu bringen und die Göttin des Mana zu bitten, ihn zu heilen. Ältester, die Fee hilft uns, die Elementare zu finden, damit wir das Portal zum Heiligtum öffnen können. Wo ist der Holzstein? Im Nordwesten des Leuchtblütenwalds gibt es eine Mana-Statue. Wenn ihr Selenes Kraft in der Nacht nutzt, müssten euch die Leuchtblüten durchlassen. Okay. In Dior leben nur Elfen, abseits von den Menschen, wo es friedlicher ist. Nördlich des Leuchtblütenwalds befindet sich der riesige und urtümliche Wall von Vandara. Der Holzstein müsste sich in der Nähe der Grenze zwischen den beiden befinden. Gut. Nein.
Okay, dann kaufen. Okay, so diesmal er. Na gut, ich glaube, das Umrüsten kann ich dann außerhalb der Aufnahme machen. Also bis zum nächsten Mal und tschüss. Und auf Wiedersehen.